Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Asynchronmaschine. Elektrotechnik also. Also Asynchronmaschine. Das letzte Mal haben wir gesprochen über das Drehfeld. Ich hoffe, das ist jetzt klar, wie ein Drehfeld entsteht, warum das Drehstrom heißt und so weiter, wie man mit verschiedenen Polpaaren da unterschiedliche Drehzahlen des Drehfeldes hinbekommen kann. Gut, jetzt haben wir da ein rotierendes magnetisches Feld. Das wird von der Statorwicklung erzeugt. Und je nach Statorwicklung rotiert es entweder, und eigentlich die speisende Frequenz, die ist in Amerika anders wie in Europa. In Europa haben wir 50 Hertz, in Amerika haben wir 60 Hertz. Aber im Prinzip bleibt es das Gleiche. Also wir haben jetzt in der Statorwicklung haben wir ein magnetisches Feld, was da 10 Grad hat. Gut, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt baue ich einen Rotor hinein, und zwar baue ich den Rotor so hinein, dass, da nehme ich einfach, einen Rotor, und da baue ich Windungen hinein, okay? Also da baue ich einfach Windungen drauf, da mache ich da, Kupferdraht, wickel die auf, da wickel die den Kupferdraht auf, mit einer gewissen Windungsanzahl, und jetzt habe ich da, der ist da drehbar gelagert, gell? Da habe ich eine Lagerung irgendwie, dass sich das drehbar lagert, und ja, jetzt habe ich da in meinem rotierenden Magnetfeld habe ich hier den Rotor mit einer Windung, okay? Oder mit mehreren Windungen. So, irgendwie, stellen wir uns das vor. Ja. Nicht jetzt real, schaut es ein bisschen anders aus, aber so, schauen wir, so stellen wir uns das vor. Das heißt, wenn ich jetzt mein Magnetfeld da so durchrotieren lasse, was sieht die Spule? Ne? Für die Spule, so sieht es kein Magnetfeld. Dann wird das Magnetfeld mehr, weniger, null, und dann auf einmal geht es in die Gegenrichtung. Das heißt, unsere Spule hier sieht ein sich sinusförmig änderndes Magnetfeld. Jetzt haben wir eine Spule und ein sich änderndes Magnetfeld. In die Spule wird also Spannung induziert. Und wenn diese Spule hier kurz geschlossen ist, und ich habe einfach einen Draht und da wird Spannung induziert, ich schließe den kurz, was macht man dann? Es wird Strom rennen, okay? Das ist eine kurz geschlossene Spule hier. Und dadurch tritt das Magnetfeld. Das tritt jetzt so durch. Nie in eine Richtung. Und die Richtung ist ja variabel, ne? Und dieses Magnetfeld, so rotiert halt da ein bisschen. Ja, das ist das Phi von D. Ja. Und dieses Magnetfeld, Phi von D, induziert eine Spannung, es rinnt ein Strom in der Spule. Okay? So rinnt auf einmal ein Strom in der Spule. Der Strom wird so induziert, dass es der Magnetfeldänderung entgegenwirkt. Jetzt rinnt da ein Strom. Jetzt habe ich einen Strom in einem Magnetfeld. Auf dieses Magnetfeld wirkt ja dann auf diesen Strom I. Auf diesen Strom wirkt dann die sogenannte Lorentzkraft. Wirkt die Lorentzkraft im Magnetfeld. Und hallo, ich habe einen Moment. Ja. Es baut sich hier ein Moment auf an der Spule. Und ja, wenn das drehbar gelagert ist, so wie hier eingezeichnet, beginnt sich das zu drehen. Ja.
durch die Lorentzkraft. Kommt es zu einem Moment. Moment. Spule dreht sich. Mit. Man kann sich praktisch vorstellen, es wird vom Magnetfeld mitgerissen. Mitgerissen. Was heißt das jetzt eigentlich? Was heißt das jetzt eigentlich, wenn sie die Spule da ein bisschen so mitdreht? Dann wird die Änderungsrate des magnetischen, wenn du jetzt mitdrast mit dem Magnetfeld, mit dem Äußeren, dann ändert sich das Magnetfeld nicht mehr so schnell. Das heißt, es wird weniger Spannung induziert und es rinnt auch weniger Strom. Okay? Jetzt rinnt weniger Strom. Jetzt ist praktisch die Lorentzkraft nicht mehr so groß. Und ja, das funktioniert nicht mehr so optimal. Das heißt, aber es wird trotzdem beschleunigt. Es ist trotzdem nur ein Moment da. So nicht so wenig. So, und jetzt das Moment wird sogar mehr. Warum wird das Moment mehr? Weil man ja länger praktisch mit dem Strom in die richtige Richtung mit dem Magnetfeld mitziehen und dann die Lorentzkraft immer in die richtige Richtung weist. Gell? Das ist also relativ komplex, was da drinnen abläuft. Aber wir sehen schon, wann das immer schneller wird, der Rotor. Und irgendwann ist er ja gleich schnell wie das Magnetfeld, dann wird überhaupt keine Spannung mehr erzielt, dann rinnt auf einmal überhaupt kein Strom mehr und dann ist das Moment aber null. Ja? Weil wenn kein Strom mehr rinnt, Entschuldigung, dann können wir auch kein Moment aufbauen. Ja? Und deswegen bleibt so eine Asynchronmaschine, daher kommt der Name, auch mit der Drehzahl des Rotors immer etwas unterhalb der sogenannten synchronen Drehzahl. Die wird von außen aufgrund der Polbachzahl vorgegeben, das ist die Drehzahl, mit der das Magnetfeld rotiert, ist die synchrone Drehzahl. Und der Anker oder der Rotor drinnen, Anker, Rotor, bewegt sich dann entsprechend langsamer. Ja? Nämlich gerade so langsam, dass halt das notwendige Moment aufgebaut wird. Gut. Also wir haben einen gewissen Schlupf, nennt man das, zwischen der synchronen Drehzahl und der Rotordrehzahl. Dieser Schlupf. Ja, es gibt einen Schlupf. Der ist so definiert, der Schlupf S. Ja, das ist die synchrone Drehzahl minus der Rotordrehzahl dividiert durch die synchrone Drehzahl. Bezogen auf die synchrone Drehzahl. Also die Differenz der zwei Drehzahlen bezogen auf die synchrone Drehzahl. Das heißt, wenn das S gleich 0 ist, N gleich NS, dann drehen wir mit der synchronen Drehzahl. Okay? Wenn das N gleich 1 ist, wenn das S gleich 1 ist, Schlupf 1, 100% Schlupf, Schlupf 1, ja, Stillstand. Alles Stillstand. 100% Schlupf ist Stillstand, 0% Schlupf ist synchrone Drehzahl. Okay? Wann praktisch das S größer 1 ist, dann sind wir in der Gegenrichtung unterwegs. Und wenn das S kleiner 0 ist, dann sind wir übersynchron. Ja? N größer NS. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn ich das antreibe. Das kann ich ja schneller drehen wie das Magnetfeld. Gut. Und wenn wir sich das jetzt anschauen, also wenn wir hier praktisch den Schlupf S auftragen, okay, und da habe ich halt irgendwo 0 und da habe ich 1. Das heißt, da habe ich Stillstand, da habe ich synchrone Drehzahl. Dann 0,5 in etwa. Ja.
zeichne ich mir das nach oben ein, dass ich das gut abschätzen kann. Da haben wir irgendwo 0,2, ungefähr 0,2. Jetzt habe ich gesagt, es bildet sich ein Moment. Okay? Es bildet sich ein Moment und dadurch, dass dieser Strom und dieses synchrone Drehfeld immer besser zusammenpassen, also es gibt auf alle Fälle einen Anfangsmoment. Ja? MST, Startmoment, ist da. Anfangsmoment, Startmoment. Wenn wir so einen Asynchronmotor einschalten, haben wir dieses Moment zur Verfügung, im Stillstand. Das ist die Last, die er wegbewegen kann. Und dann steigt die Kurve so an. Und dann kommt es zu einem Fall, wo eben sich die Felder überlagern und eine gewisse Feldschwächung eintritt. Das heißt, es steigt nicht mehr hundertprozentig an. Und dann trat sogar bei einem sogenannten MK, einem Kippmoment, ja, dreht es sogar um und das Moment fällt praktisch nach unten, relativ steil, muss man sagen, und trifft praktisch bei einem Schlupf gleich 0, 0. Ja, haben wir gesagt, da gibt es keinen Moment mehr. So schaut die typische Kennlinie, Momentenkennlinie, eines Asynchromotors aus. Bei synchronen Drehzahl haben wir Nullmoment, irgendwo haben wir Kippmoment, das ist das maximale Moment, was so eine Maschine überhaupt erreichen kann, ja? Das heißt, das MK, Kippmoment, und irgendwo wird halt angegeben, da irgendwo MN, das ist das Nennmoment. Okay, bei einem gewissen Schlupf ist das MN, das sogenannte Nennmoment. Und üblicherweise bewegt man sich mit den Lasten zwischen 0, also leere Maschine praktisch, und dem Nennmoment. Okay. Warum geht man nicht weiter nach unten? Nun, wenn wir sich den Strom anschauen, ja, den Strom, der durch die Spule da rennt, der fängt da oben an, beim Startstrom, der ist ziemlich hoch, ja. Der sackt nachher da ab, geht da nach unten und fängt sich da irgendwo wieder und hat da einen gewissen Mindeststrom. Das ist der Strom, durch die Spule da rennt, ja, durch den Rotor rennt. Da haben wir das M und das I. Und da sehen wir, da beim Kippmoment haben wir einen gewissen Kippstrom, IK. Ja, IK ist der Kippstrom. Ja, da haben wir da einen Startstrom. Der ist relativ hoch. Sehr logisch, ne, weil das Magnetfeld da durch die Gegend zischt, da wird viel Spannung induziert. Und dann je mehr Spannung, also je schneller sich die Maschine dreht, desto weniger Spannung wird induziert und desto weniger Strom rennt da auch durch die Spule. Ja. Und da gibt es irgendwo einen Nennstrom IN. Okay. Und es ist jetzt natürlich so, dass viel Strom bedeutet hier viel Verlust. Das heißt, wenn ich da unter den Nennstrom, also über den Nennstrom drüber gehe, über das Nennmoment drüber gehe, dann geht das zwar, ja, zum Beispiel beim Anfang muss ich das ja machen, ja, beim Loslaufen, aber nur temporär. Okay, also das ist jetzt, da drüben haben wir irgendwo ein I0 auch noch. Das ist der Strom, der im Leerlauf, also bei synchroner Drehzahl noch rennt. Leerlaufstrom. Deshalb mit Leerlauf, bei Nullmoment sind wir ganz leicht runter.
Ja, wie gesagt, wenn wir dann über den Strom, über den Nennstrom da drüber gehen, da geht es zu, ja, da wird das heiß. Und das hält das nicht lange aus. Ich meine, wenn die Wicklung da heiß wird, dann das wird kaputt einfach. Ja, dann schmelzen vielleicht irgendwelche Isolierungen und dann ist hin. Ja, dann habe ich es geschafft, dass ich die Asynchronmaschine zerstöre. Das ist nicht leicht, aber es geht. Ja. Und wir sehen, das Startmoment ist auch kleiner wie das Kippmoment. Das heißt, weil das wirklich einmal über das Kippmoment belastet die Maschine, bleibt stehen. Okay? Kennt ja jeder vielleicht von der Bohrmaschine oder sonst irgendwas, wenn es gescheit irgendwo Beton oder so, und auf einmal biegt es. Ja, also bleibt, ist man das über das Kippmoment drüber. Dann muss man aber schnell den Knopf loslassen, weil dann passiert genau das, dann rinnt nämlich viel Strom da in der Ankerwicklung, dann wird die Maschine heiß, ja, und dann kann man es zusammenhauen, die Bohrmaschine. Ja. Sonst halt selig, ja, wenn man immer gut. Ja. Also man bekommt da Kühlprobleme. Üblicherweise ist auf den Rotern auch so Ventilatorschaufeln drauf, die Kühlluft durch die Maschine blasen, ja. Und wenn die Maschine steht, wirkt der Ventilator natürlich auch nicht. Ja. Also das war ein doppelter Effekt. Ja. Viel Strom rennt, es wird schnell heiß und es ist keine Ventilation. Ja, also das ist die typische Kennlinie für eine Asynchronmaschine. Also, cool. Es ist hoffentlich klar geworden, wie die entsteht. Und es gibt sogar eine Näherungsformel für das. Und das ist aber bitte nur eine Näherungsformel. Ja, das ist nicht eine Formel, wo du sagst, das ist die Formel, um das Moment zu berechnen, sondern das ist einfach eine Näherungsformel. Und das ist die sogenannte Clausesche Formel. Ja. Das ist eine Näherungsformel. Ja. Und dieses Moment, oder? Ja. Das? M ist gleich zweimal das Kippmoment MK und dann dividieren durch S, dividiert durch SK, also der Schlupf, plus SK dividiert durch S. Ja. Kippschlupf ist da. Ja. Der ist irgendwo bei 0,2 üblicherweise. Das ist der SK. Kippschlupf. Und mit dem kann ich das praktisch ausrechnen. Mein Kippmoment und mein Kippschlupf kann ich für verschiedene Schlupf diese. Es passt nicht genau. Ja. Ist eine Näherungsformel, aber wenn man nichts anderes hat, kann man das ja verwenden. Ne. Wenn die Kennlinien der Maschinen hat, ist die natürlich genauer. Ja, so baut eine Asynchronmaschine also ihr Moment auf. So ist das Prinzip. Ja. Das nächste Mal schauen wir es in den realen Aufbau an. Ja. Wie schaut sowas in echt aus? Ja. Ich mein, so schaut es nicht aus. Ja, das ist nur, um das Prinzip zu verdeutlichen. Wie es in echt ausschaut, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.